in die Welt hinein. Ob Regen, Sturm, ob Sonnenschein, ich fahr mit meinem Messerschmitt. Steig ein, mein Schatz, komm mit 80 auf der Autobahn, zeigt er dir, was er leisten kann. Drum zögere nicht, steig ein, mein Schatz, es ist für beide Platz. Und alle Leute schauen es sich an, was unser kleiner Kabinenroller kann. Wir beide. Das hätte ich mir ja im Traum auch nie noch mal gedacht, dass ich in meinem Alter noch einmal Dreirad fahren. Zwei Räder vorne und eins hinten. Und unglaublich schwer aufzumachen. Aber da noch knappe 10 PS und von 0 auf 80 in geschmeidigen 35 Sekunden. Das ist der Messerschmitt Kabinenroller. Wunderbar ist er, oder? Und zum Europatreffen eben dieser Raritäten in Kehl am Rhein ein herzliches Grüß Gott im Treffpunkt. Diese Legende der Wirtschaftswunderzeit wurde in den 50er und 60er Jahren 30.000 Mal gebaut. Heutzutage haben noch ein paar Hunderte ihre TÜV-Zulassung und ein paar Dutzend, die sind hierher gekommen. Und wir vom Treffpunkt, wir rollen natürlich mit. Messerschmitt-Kabinenrollerfahrer sind von Natur aus robust und bescheiden. Sie haben ihre Freude an einem einzigen Zylinder. Ihnen reichen 200 Kubik zum Autoglück. Und sie freuen sich, dass ihr dreirädriger Liebling höchstens 4 Liter Benzin-Öl-Zweitaktgemisch verbraucht. Und von schlechtem Wetter lassen sie sich bei ihrem Treffen in Kehl auch nicht abhalten. So wie Kurt Holzwart aus Kirchhardt im Kraichgau. Er ist der Veteran unter den Veteranenfreunden. 78, 79 habe ich ihn restauriert und seit 80 fahren ständig. Ständig? Also der ist richtig im Einsatz? Der ist immer im Einsatz. Bei mir zu Hause, gut, Enkelholler von der Schule oder Einkaufen und so, ja. Und früher, ja, bin ich noch zur Arbeit gefahren mit dem. Aber wie gesagt, der ist immer im Einsatz. Nach der Frau, nach der Enkel kommt praktisch der Kabinenroller. Alles in Obermessen hier. Seine rollende Messerschmitt-Garage hat Willi Brüls exakt ausgemessen und durchgeplant. Denn schließlich transportiert der Mann aus Hillesheim in der Eifel darin sein Lieblingsspielzeug nebst Zubehör. Immer mit dabei der Gepäckanhänger, den man nicht ansieht, dass er ursprünglich für tschechische Motorräder gedacht war. Für mich ist das ein Spielzeug. Mein Hobby, alte Autos und junge Frauen. Ich hab den über 30 Jahre. Wie ich den gekauft hab, da war der so manipuliert. Da bin ich bei uns über die Badung gegangen, gefahren und ein Sprung, da saß ich mit Sitz mit allem auf der Farbe. Da krieg ich in der Kiste Bier rein, 20 Kotelett, eine Flasche Schnaps. Das ist ja. Da geht mehr rein, wie man denkt, in der Anhänger. Also, wir machen das Gemisch selber, gell? 5 Liter und das Öl dazu, weil wir den Tanksteinen nicht trauen. Wenn jetzt der Tankwart das sauber macht, dann ist es in Ordnung. Aber wenn er zu wenig Öl nimmt, dann kriegen wir einen Fresser. Und wenn er zu viel Öl nimmt, dann ziehen wir hinten nach vorne noch. Dass hinter uns kein Kollege mehr fahren möchte, weil alles stinkt da. Was ist aber das jetzt für eine Mischung? Das 1 zu 25. Aber das, was aus dem Auspuff rauskommt, sage ich immer, das ist ein Zweitakter-Parfüm, gell? Und mit dem Zweitakter-Gemisch im Tank hat das Familie Schwarzmann aus Augsburg schon bis zum Nordkap geschafft. In 5 Tagen sind wir 1500 Kilometer gefahren. Bis zum Nordkap. Problemlos oder? Ohne Problem. Problemlos. Nicht einmal ein Birndl haben wir ausgewechselt. Wir reparieren daheim, bevor wir losfahren. Gell? Und hier ist Jürgen Schillinger aus Offenburg auf Spritztour. Also bei mir liegt das in der Familie. Mein Urgroßvater hat früher mit Kabinenroller gehandelt und hat eine Werkstatt gehabt. Da haben wir noch Fotos davon. Ja. Und dann hat der Vater das Geschäft übernommen und inzwischen habe ich dann das Geschäft jetzt übernommen. Das ist halt so Familienerbe. Aber dieses Fahrzeug, das Sie fahren, das stammt noch aus dem Geschäft der Familie? Also das haben wir damals halt zurückgekriegt, ja, vom Kunde halt. Das ist dann im Endeffekt eigentlich verschrottet worden. Ja.
Aber das haben wir dann aufgehoben und es stand dann sehr lang rum. Und zu meinem 18. Geburtstag zum Führerschein habe ich mir es dann gerichtet. Ja. Seinen Kabinenroller selbst zu richten, das ist Ehrensache in der Szene und man hilft sich gegenseitig gern. Die Karo-Technik ist schnell durchschaut. Der ist nicht nur durchschaubar, der ist vor allen Dingen auch, was das Werkzeug angeht. Zum Beispiel Motor ausbauen, 35 Kilo, das Ding nimmt man auf den Arm, nimmt mit in den Keller und kann schrauben, bis er wieder fertig ist. Und wenn er dann fertig ist, eine halbe Stunde, ist er auch wieder drin. Und das war eigentlich so der Reiz, der war, ich muss nicht irgendwelche Werkstätten suchen oder einen suchen, der einen Kran hat, sondern dass das Ding einfach greifbar ist. Endlich geht's los. Zwei Dutzend Messerschmitts, ihre Piloten und Beisitzer können es kaum erwarten. Ich komme aus Bremen, deshalb ist das ein bisschen weiter weg und ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Packt den Tiger aus dem Tank. Auf geht's zum gemeinsamen Ausflug. Alle sind bereit. Nur Familie Holzwart kommt nicht aus den Startlöchern. Mini, ich muss geschwind da, weil ich weiß nicht. Pass auf, meiner fährt, der muss nicht geschoben werden. Bäm, 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 bäm. Sag mal, der spielt die ganze Zeit. Der Fahrzeug fliegt, der schießt aus. Alles klar, jetzt geht's los. Alle sind schön aufgebaut und dann können wir losfahren. Denn Kabinenroller dürfen nicht rumstehen, sondern müssen rollern. Und die zwei haben es schließlich auch geschafft. Die Ortenau und das Genießen in so einem Messerschmitt-Kabinenroller zusammen mit Jürgen. Also ich muss schon sagen, tolles Fahrgefühl. Und langsam ging es natürlich mit den Dingern. Aber das ist ja auch gar kein Problem gewesen damals, denn das war ja nicht die Hauptsache zu der Zeit, als diese Fahrzeuge gebaut wurden. Nämlich zum Aufschwung des Wirtschaftswunders vor über 50 Jahren. Hauptsache, es ging vorwärts. Und deswegen jetzt unsere Geschichte aus der Zeit, als die Deutschen Automobil wurden und der Kabinenroller noch ein Traumauto war. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Der Wohlstand lernt laufen. Erhard und Adenauer sind die Schrittmacher. Das Wirtschaftswunder rollt und alle rollern mit. Der Aufschwung macht die Deutschen mobil. Bis Ende der 50er Jahre hat sich der Pkw-Bestand verfünffacht und das westdeutsche Straßennetz wächst um 10%. Und wer keine 4.100 D-Mark für den VW Käfer ausgeben will, hat ab 1953 für den halben Preis eine Alternative. Den Messerschmitt-Kabinenroller KR175. Der Vater des Dreiradflitzers ist der bayerische Ingenieur Fritz Fendt im Verein mit dem Namenspatron Willi Messerschmitt. Der Messerschmitt KR175. Für 2.100 Mark 9 PS unter der Haube. Und zum Aufpreis von 400 Mark gab es den Rückwärtsgang als Extra im Karo, wie der Kabinenroller alsbald hieß. Problemloses Umsteigen mit der Sozia vom Zweirad ins Dreirad. Moped-Führerschein Klasse 4 für den Düsenjäger des kleinen Mannes. Der KR200, der neue Marktrenner. In seinem Startjahr 1955 wurden in Regensburg allein für den deutschen Markt 3.500 gebaut und der Export lief in großen Stückzahlen auch schon an. Der Kleine fuhr 90 Spitze, wurde zum König der Roller und zum Kaiser der Parkplätze. August 1955, Hockenheimring. Der Messerschmitt-Kabinenroller, geringfügig modifiziert, startet zu einer Rekordfahrt über 24 Stunden. 5 Piloten wechseln sich ab und erzielen 21 Weltrekorde über unterschiedliche Distanzen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der 24-Stunden-Dauerfahrt 103 Stundenkilometer. Im raschen Takt der folgenden Entwicklungsjahre
war dann auch Renntempo in der Serienproduktion gefragt. Dieses neue Kraftpaket mobilisierte auf seinen vier Rädern bereits 20 PS. Der Tiger war unterwegs, hob aber mit einer Auflage von nur 300 Stück allenfalls bei solchen Fahrten ab. Auf dem vorerst noch sicheren Boden der Gunst fuhren aber 30.000 Dreirad-Karos ganz anderen Zielen entgegen. Und das ist die Kabinenroller-Gegenwart im 21. Jahrhundert. Eile mit Weile beim Europatreffen der Veteranen. Unterwegs von Kehl nach Oberkirch mit 50 km/h. Eine Ausfahrt, die ist lustig, eine Ausfahrt, die ist schön. Besonders mit einem Kabinenroller, denn da gibt es viel zu sehen. Wenn es wie heute durch die badischen Obstplantagen in der Ortenau geht. Der Regen macht den Fahrern zu schaffen und zwingt so manchen zur Handarbeit. Das Feld hat aufs Gebläse. Wetter hat wohl jetzt bis zur Verrückt gespielt, aber im Großen und Ganzen war schon super. Absolut spitz. Von Kehl nach Oberkirch, knapp 30 Kilometer. Gute 2 Stündchen inklusive Zwischenstopps. Einrollen auf dem Marktplatz von Oberkirch und sogleich Bestandsaufnahme der Regenwasserschäden. Oh, was ist denn da passiert? Es steht Wasser im Fußraum, die Kiste ist nicht dicht. Es hat drin auch geregnet, weil das Wasser schlägt sich durch die feuchte Luft, schlägt sich an der Scheibe und überall schlägt sich ab und dann regnet es auch drin, da kann man nichts machen. Die Fahrt war nass, man hat fast nichts gesehen, war sogenannt Blindflug, aber das kennt man. Das heißt, das wichtigste Utensil ist das Handtuch, was man dabei hat, um was sehen zu können. Die Kabinenroller sind natürlich die Attraktion bei den Passanten. Und so manche Oberkircherin wird spontan zum wahren Karo-Fan. Die Autos? Super toll. Würde ich sofort mit wegfahren. Mit Hund. Ohne Mann. Ohne Mann. Jetzt die Schmalerei, damit du mal ein Feeling hast, wie das ist. Komm gut heim, steht hier. Wow, das ist super. Ich müsste mal den Sitz ein bisschen nach vorne schieben. Ganz toll. Und wo ist die Hupe? Die geht gar nicht, die Hupe. Ja, ohne Zündung geht ja nichts. Ohne Zündung gehe ich auch nicht. Aber hier. Das ist die Jugend, die man sich wiederholt. Da bin ich sowas mal gefahren als Stift oder danach noch kurz. Mit sowas bin ich von Norddeutschland nach Ulm ausgewandert. Unvorstellbar heute, aber wahr. Auftanken nach Messerschmitt-Art. Kabinenrollerzeit, die 50er. Helmut Schwarzmann und seine Augsburger Messerschmitt-Freunde haben sie sogar musikalisch inspiriert. Ja, wir haben Kassetten drin. Und zwar hat die unser Club einmal gemacht für Clubtreffen. Und da sind also originale Lieder umgedichtet worden, dass er sie räumt auf Messerschmitt. Jetzt kommt's gleich. Weiter geht es. Die Bergprüfung steht an. 20% Steigung hoch zur Schauenburg. Ein beliebtes Ausflugsziel bei Oberkirch. Alle schaffen es. Wie war die Fahrt hier hoch?
Grenzwertig, es hat so gerade geklappt. Ne? Die Kupplung hat geruppt, aber wir sind hochgekommen. Erster Gang, Vollgas und dann warten, bis er oben ist. Noch schnell die Fußbremse angezogen und die Aufhängung überprüft. Kurze Pause bis zur Weiterfahrt. Alles gut. Können wir wieder. Rein. Königsetappe absolviert, Bergprüfung bestanden. Hier hoch war jetzt wirklich ein Härte- und Ausdauertest für die kleinen Flitzer. Und vor 20 Jahren haben wir im Treffpunkt schon mal einen Test auf Herz und Nieren gemacht, eben bei den Messerschmitt-Kabinenrollern. Und da sind erstaunliche Ergebnisse dabei rausgekommen. Jetzt also aus dem Treffpunkt-Archiv unser Kabinenrollertest. Unser Autotest. Der Kabinenroller KR200. Baujahr 1961. 200 Kubikzentimeter Hubraum, satte 9,2 Pferdestärken, 240 Kilo Leergewicht. Fahrbericht. Für Einsteiger gemischte Gefühle. Mal Autofahren, mal Motorradfahren. Fast wie Fliegen. Details und Erfahrungen im Einzelnen. Dem Spiel mit dem Gaspedal gehorcht das lauflaute Einzylinder-Zweitaktaggregat aus dem Hause Fichtel und Sachs sofort. Bei relativ flotter Gangart genehmigt sich der KR200 mit turbinenartigem Lauf, hoher Drehfreudigkeit, aber schlechter Durchzugskraft ca. 4 Liter auf 100 Kilometer. Mischung 1:25 bleifrei, leider ohne Cut. Das Getriebe arbeitet leichtgängig und fast präzise. Das kommt dem Karo auch beim Prestigesprint entgegen. 100 Meter aus dem Stand gegen ein Zweirad aus koreanischer Produktion mit sportlich hochmotiviertem Piloten. Aller Häme zum Trotz, der Kabinenroller hat deutlich die Nase vorn. Der Alltagstest. Einparken. Leichtes Handling für zwei halbwegs bodygebildete Männer. Mit Motorkraft ging's deutlich länger. Die Bereifung. Keine Probleme bei Pannen. Notfalls kann ein Gartenfreund mit einem Schubkarrenpneu aushelfen. Radwechsel vorn ist Minutensache. Der KR200, ein Raumwunder. Die Ladekante fehlt, dafür auch der Kofferraum. Was alles mit kann, sehen Sie selbst. Fast wie im übergroßen Spielzeugladen müssen sich die Einwohner von Kehl heute vorkommen, als die Karo-Karawane auf dem Marktplatz der Stadt Station macht. Dreirädrige kleine Autos, über ein halbes Jahrhundert alt. Ein tolles Fotomotiv. Da staunen die Kinder von heute. Und die Alten erinnern sich womöglich an eigene Jugendträume. Ja, der ist gut, das habe ich schon gesagt. Das müsste man haben, ne? Sieht sehr schön aus. Ne? Hm. Wir haben sie als Spielzeugautos. Ah, und das heißt, Sie lassen sie daheim dann immer ein bisschen fahren oder stehen die da nur rum? Die stehen halt rum. Ah, da können Sie heute Abend gleich mal ein bisschen miteinander Ausfahrt üben. Genau, wir machen dann Konkurrenzfahrt. Sagen Sie mal, wie hat Ihnen denn die Fahrt gefallen? Gefallen Ihnen die Auto? Na toll, ich finde sie toll. So schöne Sachen machen wir heute nicht mehr. Ne? Die sehen alle aus. Schöne Formen. Die sind wie neu und ja. Also farblich würden sie bestens dazu passen? Ja, den nehme ich mit. Solche Kleinwagen wie die Messerschmitt-Kabinenroller haben die Menschen vor über einem halben Jahrhundert auf jeden Fall mobiler gemacht. Das individuelle Reisen war viel einfacher. Italien lag sozusagen gleich hinterm Berg. Und die eigenen vier Wände als Urlaubsunterkunft haben die meisten Menschen dann auch gleich mitgenommen. Nämlich Anhänger, Zelte, Klappkarawan, Wohnwagen. Und natürlich haben die Utensilien dieser Urlaubsnomaden heute noch eine große Fangemeinde, genauso wie die Kabinenroller. Und wenn sich die Freunde des historischen Campings am Breitenauer See treffen, dann ist es ein bisschen wie eine Zeltzeitreise. Der Camping Oldie Club Deutschland feiert 25. Geburtstag und viele Freunde des alten Campingbrauchtums sind zum Jubiläumstreffen mit 170 historischen Gespannen nach Löwenstein gereist. 5 Tage über Himmelfahrt haben sie hier ihre Zelte aufgeschlagen und ihre Wohnwagen aufgestellt. Bedingung, um dabei zu sein?
Zelte und Campingfahrzeug müssen älter als 30 Jahre sein. Den Historizitätsnachweis schafft Jörg Karnowski aus Rommelshausen mit seinem Wohnanhänger spielend. Beide sind Jahrgang 1962. Der Camper und sein Klappkarawan der Marke Brüderchen. Und jetzt zeigt das Brüderchen, was in ihm steckt. Ein veritabler Wohnwagen zum Aufklappen und Auseinanderfalten. Gefunden hat Jörg Karnowski seinen kleinen Bruder bei eBay. Bloß die Reifen mussten wieder aufgepumpt werden. Bis nach Nordengland sind sie schon gereist. Ostküste hoch, Westküste runter. 4000 Kilometer auf eine andere Art des Reisens. Also ich finde die Art sehr bequem. Ja. Es ist kein Luxus dabei, wir haben keine Mikrowelle, keinen Fernseher, keinen Backofen. Wir haben ein Bett und einen Kocher und was zum Sitzen und was zum Schlafen. Und wir liegen nicht auf dem Boden, wie im Zelt. Also es ist komfortabel, würde ich sagen. Ingeborg Österreich aus Bern in ihrem zweiten Wohnzimmer. Und das ist für sie seit 1964 der Caravan der französischen Marke Notin. Der Wohnwagen hat sie und ihren Mann Herbert auf vielen Campingreisen durch ganz Europa begleitet. 200.000 Kilometer in 49 Jahren. Das ist fünfmal um die ganze Erde. Ein anderer, neuer Wohnwagen kam nie in Frage. Wir haben nie etwas gefunden, was ebenbürtig war. Aber ein normaler Wohnwagen in der Größe hat 6.000 D-Mark gekostet. Und dann dieser hat 17,5 gekostet. Der hat sich jetzt so bewährt, dass wir mit Ausnahme von Pneu-Reifen oder mal einen neuen Kocher oder eine neue Heizung eigentlich gar nichts verändert haben. Mitunter wirkt der Campingplatz am Breitenauer See in diesen Tagen wie ein bewohntes Museum. Denn hier sind Kulturgüter versammelt, die Reise- und Tourismusgeschichte geschrieben haben. Doch anders als im Museum spielt hier das echte Leben. Es wird nichts ausgestellt, was nicht auch benutzt wird. Dieser Wohnwagen heißt Zuleika, die Abkürzung für Super-Leicht-Karawan. Sein Besitzer Mark Brodnicke aus Eislingen hat den Wagen aus Polyester nicht nur aufwendig restauriert, sondern mit Farbgestaltung, Interieur und Accessoires wieder die 70er Jahre entstehen lassen. Das Einzige, was der Wagen nicht kann, ist fliegen, aber er kann schwimmfähig sein. Es gab Modelle, die konnten mit einem Amphibienfahrzeug gezogen werden oder mit einem Außenbordmotor auf stillen Gewässern natürlich. Es sollte jetzt nicht der Atlantik sein. Dann war er ein bisschen modifiziert. Dann hat er eine eingefettete Achse gehabt, hat einen Schwimmshirt gehabt und dann konnte man wirklich mit dem Wagen auf das Wasser gehen. Der Mercedes 170D hat stilecht den ältesten Wohnwagen des Treffens gezogen, den Tramp. Mit der Produktion solcher Wohnanhänger überbrückte der Flugzeugbaupionier Wolf Hirt aus Kirchheim-Teck das Flugzeugbauverbot nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der jetzige Besitzer Raimund Küster aus Herxheim ist stolz, mit dem einzigen noch betriebsfähigen Exemplar zu reisen. Es ist auch ein Originalzustand, ja, also von 1951. Konstruiert und auch schon die ersten Fahrzeuge gab es schon in den 30ern. Und nach dem Krieg hat man wieder die Produktion aufgenommen mit den Materialien, die man von vor dem Krieg hatte. Nämlich das Sperrholz von den Segelflugzeugen von Kirchheim-Teck-Nabern, ne, Wolf Hirt. Und hat dort dann diese Wohnwagen in Kleinserie, also sind es vielleicht 55 gebaut worden. Ich bin mit dem auch außerhalb von Treffen unterwegs. Ich mache, wenn ich mit dem Wohnwagen Urlaub mache, so Urlaub. Und auch Kabinenroller fahren kann wie Urlaub sein. Ob Oldtimer-Caravans oder Kabinenroller, alle haben dazu beigeholfen, Grenzen zu überwinden. Der Rhein hier spielt zum Beispiel als Grenze überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn die Kabinenrollerfreunde hier ihr Europatreffen abhalten, da ist es natürlich klar, dass sie auch über den Rhein hinübergehen und der Europastadt Straßburg einen Besuch abstatten. Gott sei Dank, heute kein Regen. Der Ausflug der Messe Schmitz nach Straßburg ist das, was er auch sein sollte, die reinste Vergnügungsfahrt. Aber es ist nicht nur die Fahrt, die den Karo-Freunden so Spaß macht, sondern auch die Aufmerksamkeit, die sie mit ihren 50er-Jahre-Kultgefährten erregen.
Okay. Das kleine Auto, ja, macht viel Krach, viel Gestank, ja, und die Leute freuen sich, erinnern sich an früher vielleicht. Ich werde immer gefragt, warum sind die Fahrzeuge nicht im Museum, kann ich Ihnen sagen. Weil ich lebe bloß einmal und ich möchte den Leuten hier was zeigen, egal wo wir hinkommen. Und die freuen sich. Doch nicht nur alte Hasen kommen ins Schwärmen. Das Rollerfieber hat auch den Jüngsten im Feld gepackt. Alexander Gräf, 18 Jahre. Man fühlt jede Straßenunebenheit. Es ist so ein direktes Fahrgefühl. Man hat hier, die Lenkung ist ja ohne irgendwelche Umwege oder irgendwelche Elektronik, die da was tut, was man heute bei den Autos hat. Man fühlt einfach noch richtig, wie man fährt. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ohne Sicherheitsgurt und Airbag entsprechen die Karos zwar nicht den heutigen EU-Normen. Dafür sind die Oldtimer aber auch vor dem Europaparlament unglaublich wendig. Der lenkt wie ein Hase, der kann springen wie ein Hase, so direkt halt. So und so, wunderschön machen. Und nicht nur die Fahreigenschaften der Messerschmitts sind einmalig. Auch der Rundumblick durch die Plexiglashaube ist beeindruckend und eröffnet dem Fahrer völlig neue Perspektiven im Stadtverkehr. Ihrer gläsernen Haube verdanken die gerade mal 1,30 Meter hohen Flitzer auch den liebevollen Kosenamen Schneewittchensarg. Ziel der Karo-Karawane ist Straßburgs historische Altstadt. Begeisterter Empfang. Sehen und gesehen werden. Staunende Gesichter und ungläubige Blicke ob der skurrilen Fahrzeuge begleiten die Einfahrt der Roller aus Deutschland auf dem Gutenbergplatz bei Münster. Und so mancher Elsässer muss erst mal nachfragen, was er da eigentlich vor sich hat. Rollermobil. Roller ist ein Motor. Okay. Mobil ist ein Appelbrett. Okay. Deutsch-französische Freundschaft auf Rollerart. Okay. Voll cool. Das ist so lustig, etwas so süß. Toll, sind schön. Aerodynamisch. Très bon, très bon, très joli, très joli. Original. Komm, jetzt muss man schön einsteigen, jawohl. Beine, Beine nach vorne, bitte. Was ist das für ein Gefühl? Es ist witzig, man liegt da fast drin. Also es ist schön, gemütlich. Und nicht nur die Zuschauer. Auch unsere Fahrer sind völlig begeistert. Das ist schon ganz was Spezielles, ja. Vor allem, wenn man dann die ganzen tollen Gesichter sieht, die alle nur begeistert sind. Und gerade in solchen Plätzen ist das immer wieder was Besonderes. Straßburg gut, Ende gut. Alle sind gesund und munter angekommen und alle Kabinenroller laufen wie geschmiert. Und das war's, das Europa-Treffen der Messerschmitt-Kabinenroller in Kehl und Straßburg. Nächste Woche geht der Treffpunkt aufs Wasser, nämlich zu 100 Jahre Schaufelraddampfer Hohentwiel. Das wird auf jeden Fall ein Mordsfest. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Abend hier bei uns im SWR-Fernsehen. Gleich viel Spaß bei den Fallers und ade. Und alle Leute schauen es sich an, was unser kleiner Kabinenroller kann. Wir beide fahren mit frohem Blick mit unserem Flitzer in das Glück. Ihr